Jürgen Prochnow ist als Blondie kaum wiederzuerkennen, Anja Kruse sieht aus wie Marilyn auf der Enterprise, Angie Everhart hat zumindest blonde Strähnchen im Feuerhaar, Birgit Stein muss ganz verschärft im nuttigen Polnischblond herumlaufen und der eigentlich blonde Götz Otto wirkt in Ebenholz Metallic noch böser als vorher. Nein, wir sind nicht im Gartar-Studio, wir sind beim Film. Für die Actionkomödie Gun Blast Vodka hat Regisseur Jean-Louis Daniel all seine Stars zum Friseur geschickt. Ist das nicht so einfach gefallen? Ich saß da beim Friseur und dann hat die das eingefärbt und habe ich erst mal so gespürt, was die Frauen über sich ergehen lassen müssen, immer wenn die sich die Haare färben. Also es tut höllisch weh auf der Kopfhaut, wenn das da so aufgetragen wird und dann musste ich noch unter so einer Haube und dann ist es eingezogen richtig und es hat also, ich weiß nicht, 1,5 Stunden gedauert, bis das dann so wasserstoffblond gefärbt war. Ich persönlich finde die blonden Haare wahnsinnig attraktiv und es macht ihn sehr frech und schnucklig und ich bin da sehr begeistert. Ich hätte lieber wieder dunkel. Ich fühle mich mit meinem blonden Haar überhaupt nicht wohl, deswegen habe ich auch den Deckel auf dem Kopf. Aber bei Jürgen finde ich es richtig klasse. So blond, so dumm, das ist das Vorurteil. Und wie lebt man damit? Ich wurde noch nie für wirklich dumm gehalten. Ach Schätzchen, du bist ja auch nur innenblond und außerdem ein Kerl. Anja Kruse hat es viel schwerer. Die ist nicht nur eine Frau und blond, sondern muss auch noch Zigarre rauchen. Und so hat Monika bestimmt auch mit der Zigarre gespielt, bevor sie... Aber Schluss jetzt mit Klintonalwitzen, wir werden ernst. Denn was Regisseur Jean-Louis Daniel seinen Schauspielern bei Gun Blast Vodka abverlangt, ist nicht witzig. Weder Hollywood-Star Angie Everhart noch Ehefrau Anja Kruse bleiben verschont. Meine Frau hasst mich, Angie hasst mich, nur Götz mag mich noch. Aber der ist ein Junge und da stehe ich nicht so drauf. Was macht ihr denn nicht so lange alleine? Ui, 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 ui. Bleib ihr anständig. Jui, das gehört nicht zum Film. Die sind so, die lieben sich einfach. Und hier in Polen stehen Birgit und Jürgen endlich mal gemeinsam vor der Kamera. Denn bisher wollten alle Produzenten über sie nur an Weltstar Jürgen Prochnow ran und haben Birgit nur benutzt. Da gab es auch wirklich Trennungsgedanken, weil durch Jürgen, also der Jürgen hat eher so schon fast gesagt, dass er mir nur schadet. Weil eben viele Leute durch mich an ihn ran wollten. Und mir aber ohne ihn keine Chance geben wollten. In Gun Blast Vodka haben die beiden jedenfalls eine Chance für die Liebe. Und auch Anja und Jean-Louis haben sich längst wieder lieb. Mein Gott, Schauspieler.